Hallo und herzlich willkommen zum Workout Bauch, Beine, Po mit Gabi. Stelle deine Füße leicht gegrätscht am Boden auf und atme erst einmal tief ein und aus. Noch einmal atme ein und aus. Einatmen, ausatmen. Kopf nach rechts und links. Streck schön den Rücken. 4, 3, 2. Okay. Hebe mal eine Schulter an. Links, rechts, links, rechts. Hände auf den Rücken. Tap side. Auch das mit Schulter heben. Hoch, 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 hoch. Schulter rollen rück. Arm nach oben. Hoch und hoch. Hoch. Immer schön tap. Tap, tap, tap. Noch 4, 3. 2. Okay, Hände auf den Rücken. Tap. Spitze Hacke, dreh dich nach rechts. Spitze Hacke. Spitze Hacke. Nimm die Arme mit. Hoch und rück. Hoch und rück. Hoch und rück. Hoch und rück. Dann nur die Ferse hoch. Bizeps spannen. Dein Rücken schön lang, hinteres Bein ist gestreckt. Dann hebe den Fuß hinten ab, spanne deine Gesäßmuskulatur. Hoch und ab. Heben und senken. Heben, senken. Noch 4, 3, 2. Und bleibe tief, halte die Ferse hinten so tief wie möglich. Dehne deine Rückseite, Rücken lang, Schultern zurück und tief, Halswirbelsäule ebenfalls gestreckt. Halte und dann komme zur Mitte, Knie sind gebeugt, rolle den Rücken Wirbel für Wirbel auf, Hände auf den Rücken und tap side, nach links, nach rechts, tap, tap, tap. Spitze Hacke, dreh dich nach links. Spitze Hacke, Spitze Hacke. Arme mit nach oben, strecken und ran. Strecken und ran. Strecken und ran. Okay, noch zweimal das. Dann Bizeps spannen. Ferse hinten hoch. Hoch und ab. Hoch und ab. Okay. Fuß hinten anheben. Hoch und ab. Po-Muskeln anspannen. Fest und ab. Fest und ab. Noch 4, 3, 2. Bleibe tief. Hände auf den Oberschenkel stützen. Rücken lang, Bein lang. Ferse hinten tief, vorderes Bein gebeugt, halte die Dehnung kurz und komme zur Mitte. Hände auf die Knie stützen, Schulter nach vorne, rechts, links, drücke die mit den Händen die Knie weit nach außen, drücken, zieh, 4, 3, 2, 1 und rolle langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Es geht weiter mit Squats für die Oberschenkel. Stelle deine Füße etwa schulterbreit, Fußspitzen zeigen nach vorne und geh tief, als würdest du dich hinten hinsetzen wollen. Tief und streck. Tief und streck, nimm die Arme mit, mach deine Mitte fest
Tief und streck. Squats. Gib dein Gewicht auf die Fersen, so als könntest du deine Füße vorne abheben. Versuche wirklich tief zu beugen, bis deine Knie im rechten Winkel sind. Die Arme gehen mit. Noch 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Okay, Achtung, 3 tief und 1, 2, 3 und streck, 1, 2, 3 und streck. Deine Knie dürfen nicht weiter gehen als deine Fußspitzen am Boden. Tief, 2, 3 und streck. Zweimal noch das. Runde. Okay. Schüttel die Beine aus, die Arme. Und wir machen weiter mit großen Ausfallschritten, Lunges nach vorne. Rechts beginnt, vor und hinten schließen. Vor und hinten schließen. Nimm deine Arme mit über die Seite. Vor, hinten schließen. Vor, hinten schließen. Dein hinteres Knie möchte Richtung Boden. Wenn wir vorne sind, sind beide Knie gebeugt. Noch 8. 4. 3. 2. Und 3 tief auch hier. 1, 2, 3. Schließen hinten. Links vor. 2, 3. Schließen hinten. Nochmal. Und schließen. Letzte Runde. Einmal rechts. Und links. Okay, kurz einmal ausschütteln die Beine, sehr gut. Ausfallschritte zur Seite, rechts, Mitte, links, Mitte, rechts, Mitte, links, Mitte. Fußspitze leicht nach außen. Das Knie geht in die gleiche Richtung wie die Fußspitze. Weit nach außen. Dein Rücken ist gestreckt. Arme nimmst du mit, Schulter hoch. Öffne seit, vorne schließ. Öffne seit, vorne schließ. 8-mal noch das. Sieben, 8 und auch hier 3 tief an der Seite. 1, 2, 3. Schließen. Seit. 2, 3. Schließen. Seit. 2, 3. Schließen. Seit. 2, 3. Letzte Runde das. Und 1, 2. Schließen. 1, 2, 3. Schließen. Sehr gut. Schüttel die Beine noch mal kurz aus. Und nun kommen wir zu Rotationen in der Hüfte. Rechte Seite beginnt. Hol dein Knie nach vorne. Lande. Einmal beugen. Linkes Knie nach außen drehen und beugen. Das ist die Übung. Los geht's. Rechts beugen, links beugen, rechts beugen, links beugen,
außen, links nach außen. Lass die Hände in der Hüfte und tief Knie nach außen. Rotation für die Hüftgelenke und vier noch. Beugen, Knie, beugen, rechts, links und strecken. Noch ein paar Squats zum guten Schluss. Nimm die Arme wieder mit. Tief. Gewicht wieder auf die Ferse. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Schüttel deine Beine aus. Wir kommen jetzt zum Bodenteil. Lege dich auf deine linke Seite. Tu noch was für die Innenseiten der Oberschenkel. Linkes Bein ist gestreckt. Rechten Fuß hinter das gestreckte Bein auf dem Boden aufstellen. Deine Elle steht am Boden. Fußspitze anziehen und das gestreckte Bein hochziehen. Du liegst jetzt auf deiner Pobacke, auf deiner linken Po-Hälfte. Die Innenschenkelmuskulatur zieht dein Bein hoch, schiebt die Ferse richtig von dir weg. Heben, senken, halte auch die Körperspannung, lass deine linke Schulter frei, weg vom Ohr. Und noch viermal das. Federn um. 1, 2, 3 und ab. Bleibe schön nah am anderen Bein. Und ab. 1, 2, 3. Noch eine Runde. Okay, dann mal oben halten. Und jetzt beuge dein Knie und schieb die Ferse weg. Richtig mit Widerstand. Ist angespannt. Beugen, strecken. Ungefähr auf halber Höhe. Und viermal das noch. 3, 2 und stoppe. Halte noch einen kleinen Moment. Dann senke langsam nach unten, entspanne und lege dich auf deine andere Seite. Rechte Elle steht am Boden, rechtes Bein ist gestreckt. Linken Fuß aufstellen, rechten Fuß flex. Und los geht's, heben, senken. Bein schön lang, leg's auf deiner rechten Po-Hälfte. Hoch und ab, heben, senken, Innenschenkel anspannen und auch hier wieder achte darauf, dass deine rechte Schulter frei bleibt, Körperspannung, viermal noch das. 3, 2. Und 3 Federn hier. 1, 2, 3 und ab. 1, 2, 3 und ab. 1, 2, 3 und letzte Runde. Hoch, hoch, hoch und senken. Bein wieder heben, halten und beug dein Knie und schieb die Ferse weg. Halbe Höhe. Etwas beugen nur und ganz wegschieben. Die Übung ist das Wegschieben. Beugen, strecken, Fuß ist flex. Und noch 8-mal schön kraftvoll. Vier noch. 3, 2, 1.
Halte einen Moment. Okay, ablegen. Sehr gut. Komme kurz in den Sitz, locker deine Beine, deine Arme. Und es geht weiter für unsere Po-Muskulatur. Dafür kommst du auf alle Viere. Auf alle Viere begebe dich auf deine Knie und Ellen. Deine Knie sind geschlossen weitestgehend. Deine Elle steht unter deinen Schultern. Dein Rücken ist schön gerade. Die rechte Seite beginnt. Flexe deinen Fuß und schiebe deine Ferse zur Decke. Dein Knie ist im rechten Winkel. Heben, senken, heben, senken. Achte darauf, dass deine Beckenknochen auf einer Höhe sind. Heben, senken. Mach deinen Bauch fest, dein Rücken ist ganz gerade, Schultern weg von den Ohren. Hoch und ab. Viermal noch das. Dann das Bein strecken und beugen, strecken und beug wieder in den rechten Winkel zurück. Dein Knie bleibt schön oben, Beckenknochen immer noch auf einer Höhe. Mach deinen Bauch fest, dein Rücken ist ganz gerade, Schultern weg von den Ohren immer. Fuß ist flex, strecken, beugen. Lassen das Knie, kleine hoch, federn, hoch, 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 kleine Bewegung. Knie ist jetzt im rechten Winkel, hoch, 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 spannen, Po, hinteren Oberschenkel und Rücken. Noch 4, 3, 2 und halten, strecken und langsam. Das Knie wieder neben das andere bringen, ein bisschen lockern vielleicht. Und wir kommen zur linken Seite. Fußflex, hoch und ab, hoch und ab. Knie ist im rechten Winkel, oben und unten. Der Kniewinkel verändert sich nicht. Heben, senken, heben, senken. Körperspannung bewahren. Noch 8. Und noch 4. Beckenknochen bleiben auf einer Höhe. Noch 2. Oben halten. Bein strecken. Beugen. Knie so hoch wie möglich. Achte aber darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz gerätst. Halte deine Körperspannung. Strecken, beugen, immer wieder erinnern. Beckenknochen bleiben auf einer Höhe. Fußflex. Und das noch 8-mal. Strecken, beugen. Vier, drei, zwei, gebeugtes Knie halten, Ferse zur Decke, kleine, hoch, 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 kleine Bewegung. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oben halten, streck dein Bein und langsam senken. Okay.
setze dich auf deine Fersen. Lass deinen Kopf sinken, entspanne auch deine Arme. Gut. Dann komme langsam wieder nach oben. Komme jetzt zu einer allseits beliebten Ganzkörperübung. Dafür kommst du in die Planke und zwar erstmal auf deinen Ellen. Stell deine Füße hinten auf, deinen oberen Rücken schön fest. Die Hände, die Ellen sind schulterbreit. Deine Mitte fest hier schön in der Planke. Und wir beginnen in Viererblöcken. Becken nach oben ziehen, hoch, Mitte, hoch, Mitte, hoch, Mitte. Achtung, bleib tief, einmal ein Bein hoch. Eins, zwei, drei, vier. Und wieder Becken nach oben. Hoch, Mitte, hoch, Mitte, hoch, Mitte. Noch einer. Und wieder Bein heben. Eins, senken, zwei, senken, drei, senken. Noch eine Runde, Becken nach oben, hoch, Mitte, hoch, Planke, hoch, Mitte, hoch und Bein heben, Mitte bleibt fest. Drei, vier, okay, Knie auf dem Boden. Noch einmal kurz auf die Fersen setzen, kurze Pause. Sammle Kraft für die nächste Runde. Und zwar machen wir jetzt die Planken auf den Händen. Stell deine Hände auf, schulterbreit. Deine Füße stehen hinten am Boden. Die Brettposition. Und wir beginnen. Becken heben, Mitte. Heben, Mitte. Heben, Mitte, noch einer, halte und Bein hoch und ab, hoch und ab, hoch und ab. Füße bleiben am Boden, wieder Becken nach oben, hoch und Mitte, hoch und Brett und Becken hoch, Mitte, noch einer und wieder Bein, heben, senken, heben, senken. Heben, senken, heben, noch eine Runde. Becken hoch und Planke. Becken hoch, Mitte, hoch, ab, hoch. Okay, Bein, letzte Runde. Und hoch, ab, hoch und stoppen. Sehr schön, geschafft. Setze dich auf deine Fersen, kurz, ruh dich aus. Lass deinen Atem ein bisschen zur Ruhe kommen. Gut. Okay. So, komm wieder nach oben. Begebe dich in die Rückenlage für unsere letzte Runde für die Bauchmuskeln. Stelle deine Füße am Boden auf, nimm deine Hände an den Hinterkopf und wir beginnen mit ein paar Crunches. Oberkörper heben, senken, heben, senken, heben, senken. Lass ein bisschen Platz zwischen Kinn und Brust. Zieh deinen Bauchnabel ein, lass deinen Atem fließen. Becken steht neutral. Hoch, ab, hoch, ab. Kopf liegt locker auf den Händen. Noch vier.
jetzt eine kleine Kombi. Oberkörper hoch, Beine hoch, Beine senken, Oberkörper senken. Oberkörper, Beine, Beine senken, Oberkörper senken. Hoch, hoch, ab, ab. Hoch, hoch, ab, ab. Oberkörper, Beine, Beine, Oberkörper. Rücken bleibt fest am Boden, vor allen Dingen, wenn die Beine in der Luft sind. Noch 4, 3, hoch, hoch, ab. Zwei Runden noch. Letzte, hoch, hoch, ab, ab. Und kurz einmal Knie ranziehen. Tiefen Atemzug legen, nehmen. Gut. Allerletzte Übung, Crisscross. Nimm deine Hände an den Hinterkopf. Und jetzt immer eine Elle diagonal zum Knie. Rechts auf links, links auf rechts. Rechts auf links, links auf rechts. Oberkörper geht jeweils schön zur Seite. Die Knie ran und strecken im Wechsel. Ziehen, 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 ziehen. Bauch rein. Atme. Noch ein bisschen. Rücken bleibt schön fest am Boden. Die letzten 8. 4, 3, 2 und du hast es geschafft. Hol die Knie zur Brust. Umfasse die Beine. Ruhe dich ein bisschen aus. Dann lege einmal die Beine lang auf deiner Matte ab. Strecke die Arme nach oben, leg die Arme über deinen Kopf oben auf den Boden. Atme ein, zieh dich lang. Und mit dem Ausatmen wieder etwas lösen. Noch einmal lang ziehen, einatmen. Und lösen, ausatmen. Hole jetzt mal die Arme wieder heran, hol dein rechtes Knie zur Brust. Umfasse das Bein, hol es fest zur Brust. Spüre leichte Dehnung. Und dann strecke dein Bein so weit, wie es dir möglich ist. Hol das Bein zu dir heran und halte diese Dehnung. Deinen Atem fließen. Und dann löse wieder leicht. Bring das Bein in die Senkrechte und kreise da oben mal deinen Fuß, dein Fußgelenk. Andere Richtung. Okay, und dann lege das Bein wieder auf den Boden und dein anderes Bein hoch, Knie erstmal zur Brust, fest randrücken, halte, atme. Und dann strecke auch hier wieder dein Bein, soweit es dir möglich ist. Das Bein zu dir heran, spüre Dehnung im hinteren Oberschenkel, Gesäß, unterer Rücken. Atem fließt, Schultern sind entspannt.
Okay, dann löse auch hier das Bein in die Senkrechte. Senke die Arme und kreise oben deinen Fuß. Andere Richtung. Okay, dann hol das Bein runter, hol das andere Knie mit ran, fasse deine Oberschenkel, komme mit sanftem Schwung nach oben. Du hast es geschafft. Es war ganz schön anstrengend, wie ich fand. Du kannst stolz sein auf dich. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.